Hurry, du Freunde des gepflegten Esprit. Ich begrüße euch. Heute unterwegs um ein megantisches, geiles, tolles, altes Hotel zu erkunden. Es ist so riesengroß, dieses Teil hier. Und, aber der Gastraum, der ist unheimlich groß, also so ein Saal, ein Riesensaal. Und Freunde, geht direkt ab los rein. Mega, mit am Start ist jetzt Tomix. Der wandelt hier auch schon irgendwo rum. Alter, wir sind jetzt hier in einem riesengroßen Veranstaltungssaal. Uralte Elektronik hier. Krass. Das sind Flügel, ne, eigentlich, oder? Trifonola. Rönnisch. Tolles Teil. Ach, guck mal da. Da oben war der Balkon für die, ja, für den König und für die Königin. Hammerhart, ey. Geile Sache. Ganz alte, so schöne alte Kannen stehen da drin. Kaffeekannen für Frühstück. Ich weiß nicht, riesengroße 1,5 Liter Kannen. Passende Deckelchen dazu, ganz verstaubt schon. Ach, hier wieder so eine uralte Tapete hier. Jetzt gucken wir mal. Ist ja geil. Progress. Ach, wir kommen jetzt, glaube ich, schon zu den. Warte mal, wann erstmal sind wir jetzt hier? Ich sehe hier. Hier ist die schöne. Hier ist der Balkon, wo du dann von hier oben gucken kannst. Mega. Was auch mega, mega, mega geil ist, das sind diese alten Stühle. Guck mal hier, wie viele Menschen hier schon drauf gesessen haben, sich hier abgestützt haben, wie die hier abgewetzt sind. Alter. Auch die Treppenstufen. Wie die Treppenstufen schon hier abgewetzt sind, vom Runter- und Raufgehen. Ach, hier ist so kleine Lager. Oh, guck mal hier, so schöne Weingläser hier. Alles ein bisschen, ja, Gläser. Ich nehme mal an, das Tischwäschesaal. Oh, krass. Hier extra getrennt, Tischwäscherestaurant. Stehen auch noch Gläser drin, rote Tischdecken. Ja. Aber was krass ist, da bist du hier oben, wo die, ja, Galerie ist. Dann gehst du hier weiter. Alter, dann kommst du direkt schon in das erste Zimmerchen hier rein. Ach, du kannst die Tür nicht so. Guck dann, wie groß. Alter, da drüben ist auch noch Hotel mit Restaurant und alles. Ach, da bist du ja irre. Oh, oh, oh. Naja, hier sieht es schon nicht mehr ganz so schön aus, weil das nämlich schon. Ach du. Eieiei. Scheiß. Oh. Oh, guck dir diese an. So hochglanz lackiert aus der, ja, 50er. Schätze ich mal so. Ach, ist das schön. Passende Sessel, alles schön dazu. Eieiei, hat das hier einen schönen Balkon. Oh.
dir das an? Der Boden, der geht so richtig, man geht so richtig schief und schräg. Ach, du wirst ja irre. Weißt du warum? Guck dir diese tollen alten Koffer an. Alter Schwede. Boah, wie alt ist der denn? Guck dir so einen alten Überseekoffer oder so. Junge. Also den. Der kriegt jetzt mal hier. Alter Schwede, muss ich mal in Ruhe angucken. Wow. Wow. Alter. Der ist ein Holzkoffer, ne? Ach, guck dir hier. Junge, ach. Da wirst du irre. Ja, es ist verschlossen, ist abgeschlossen tatsächlich. Ach, guck dir dieses schöne Teil an. Davon schreibt mal in die Kommentare, wie alt dieses Teil ist. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ach, das ist einfach traumhaft. Da oben steht noch so ein schönes altes Teilchen hier. Oh, so mächtig massiv. Alten Holzkoffer hier. Freunde, ganz im Ernst, wer lässt sowas stehen? Das ist doch unglaublich. Ich fasse nicht. Krass. Also hier werde ich nicht drauf rumlaufen, auf gar keinen Fall, weil da kann man sehen, da unten, da ist es schon durchgemodert und alles und auch hier weggemodert, weggefault. Ob ihr das glaubt oder nicht, ich hatte der gleiche Schallplattenspieler. Dual HS10. Ist das nicht schön. Boah. Alte Bücher, da ist eine alte Schminkkommode. Oh, Freunde, das ist so schief hier alles, ne? Das geht so schief da unten, das kannst du dir nicht vorstellen. Das geht, weiß ich nicht, ey. Auf einen Meter hast du 10 cm Unterschied. Hier sind alle Stühle und auch die alten schönen Stühle und och, alte Bücher hier und meine Güte nochmal. Auch hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wie schräg das hier alles runtergeht. Oh, Freunde, das war jetzt erst nur der kleine Abschnitt hier. Jetzt gehen wir mal nach unten und gucken uns mal den Gastraum an. Oh, bin völlig. Boah. Alter. Ach, hier war die Garderobe. Garderobe ist versichert. Hier haben dann die, keine Ahnung wer gesessen. Ich weiß es nicht. Ach, hier bist du dann wieder. Ach, von hier aus konntest du dann auch in den, hier rein, in den großen Saal. Jetzt gehen wir mal zu dem Gastraum rüber. Ach, du bist ja irre. Glaube ich, denke in der Küche drin oder so. Ach, da ist die Küche. Freunde, mit uralten Geräten. Mit richtig gigantischen, geilen, uralten Geräten. Was eine uralte Kochstation das ist, Freunde. Das ist unglaublich, guck mal, da so einen uralten Tellerwärmer, der da drüben steht. Ach Mensch, mit den alten Schränkskes hier und... Patisserie. Hm.
Ach Mensch, ist das schön. Hier, komm, da wurden dann so große Töpfe aufgesetzt für, weiß ich nicht, Knochen und Suppe und Soßen und ach, Mensch, 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 Mensch. Ich könnte schon wieder, weißt bestellen, was bestellt werden muss. Bitte die Gläser entkalken. Auch die ganze. Wir waren ja letztens in so einem China-Restaurant. Die ist auch aus, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre. Das ist auch ein ganz altes 70er Jahre Ding hier oder so. Wenn es überhaupt schon so jung noch ist. Ganzer Schwung Schlüsselchen hier. Das erinnert mich irgendwie so an wie so ein bayerisches Lokal, würde ich sagen. Ja. Was ist das denn? Ein richtig altes Gewölbe. Habe ich schon gedacht habe. Hier war der Weinkeller, weil hier ist ein altes Gewölbe, das hat immer, weiß ich nicht, eine gleiche Temperatur, wird nicht kälter, wird nicht wärmer. Krass. Ist einfach unglaublich. Ja, hier waren sie dann für die Weine zuständig. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch so. Nee. Alter, jetzt hast du mich aber gescheuert. Aber warte, wie geil. Jetzt mach ich so, Alter, warte, das hier, aber das hier ein Nachspiel. Krass, die haben hier alles, die Wände, ich weiß nicht, man sieht alles so in Gold. Das ist hier warm. Eieiei. Hier war so das kleine Büro, ne? Ja. Hitparade Italiana. Eine uralt elektrische Schreibmaschine hatten sie auch schon. Das alte Lämpchen hier wieder. Das Schlüsselchen in eine alte Zigarrenkiste hier. Oh, uralte Schlösschen. Was haben wir denn hier? Datum 1994, 7.5.94. Das hat nichts mit dem Fax zu tun. Vielleicht ist das Webplattenfax, aber das hier, das ist was anderes. Ach, das ist irgendwie Ach, weißt du, was das ist? Das ist die Betriebsanleitung. Ach, die tun wir schön wieder da unten rein. Für die alte, mal für die Schreibmaschine, die Betriebsanleitung ist. Ach, guck mal hier, da sind aber. Silberschrank, Alter. Werkzeugschrank. Ist das geil. Butterschrank? Da steht Butterschrank, Freunde. Auch einer der Haupteingänge, sage ich mal. Guck mal hier, damit ich mit schönen Lehnen sitzen. Wie schön das hier aussieht. Thank you.
Sowas bekommst du nicht oft zu sehen. Also da muss man echt dankbar dafür sein, sowas im Betrieb mal gesehen zu haben. Das wäre auch mal schön gewesen. Und die, bestimmt die Kellner alle noch hier so mit Weste, schwarze Hose und so und alles. Und diese Möbel, Freunde, ich werde irre. Ich werde absolut irre. So alte, schöne Möbel. Hier da die, weiß nicht, 60er, 50er, 60er Jahre. Diese alten Stühlchen und jetzt hier. Es ist alles Seide bespannt, seht ihr hier? Das bewegt sich alles, das ist alles Seide bespannt. Weißt du, was das kostet? Ein Vermögen. Ne? Diese Stuckarbeit, diese Stuckdecken, das ist alles original, echter, alter Stuck. Nicht so neu, moderne Schaumstoffzeugs. Ich sag ja zweimal, kenne ich von meiner Oma. Freunde, wenn ich euch jetzt sag, ne? Meine Oma hatte genau das gleiche Sofa. Genau das gleiche Sofa. Genau, Freunde. Ich erzähle echt keine Kacke. Was Schönes, pass auf. Die ist so geil. Ist das nicht schon wieder hochmodern? Oh Mann, ey. Ach, siehst du hier dann, das war so ein, konntest du hier abschließen, das war so eine richtige Suite oder sowas. Siehst du hier? Ist hier weitergegangen. Man beachtet diese alten Tapeten. Oh, dieser Durchgang, ey. Hattest du so eine Doppeltüre. Dann ging sie rein, da konntest du hier schon deine Sachen aufhängen und dann ging man erst in das tolle Zimmer hier rein. So 70er Jahre pur, passen dazu überall diese Tapeten. Aber die Tapeten, die waren natürlich auch. Stand sogar noch so ein Brunnen. Gucken wir mal, was uns hier noch oben erwartet. Upsala. Oh, hier riecht es ein bisschen. Oh, ey, wenn ihr das sehen könntet, ne, wie schief der Boden dahin abgeht, da hinten. Ne. Alter. Da gehe ich aber nicht hin. Das ist alles krumm und schief und überall. Ja, da haben sie da geguckt, wie morsch das alles hier. Ich weiß nicht, ey. Das
geht so richtig abschüssig darunter. Das sind Höhenmeter, ey. Ach, hier war dann mal, guck mal hier. Oh, der Boden hier. Hier ist ein Doppelzimmer, also mit Stockbetten hier. Da so festgeschnallt, da mit so einem Klettband. Sky. LG Fernseher. Tja, das war dann vielleicht so ein Familienzimmer, ne? Oh, hier gehe ich aber mal vorsichtig dran vorbei. Oh, ne. Da ist auch wieder der Boden so kaputt. Oh. Da hinten ist noch so ein kleines Zimmerchen. Gehen wir mal hier an der Seite. Oh ne, siehst du, gehen wir mal hier an der Seite, siehst du da. Da ist auch der Boden im Arsch. Ich gehe hier gar nicht irgendwo mehr her. Unten hat man ja auch schon gesehen, dass da die Hälfte runtergekommen ist. Schalter für Abendbeleuchtung. Sollen wir die Schalter für Abendbeleuchtung? Oh, guck mal, hier steht noch. Was steht da? Diese? Diele. Ach, Diele Fenster. Diele Treppe aus. Krass, jetzt reizt mich ja schon wieder hier alles einzuschalten, aber. Die sind ja sogar teilweise auch. Ja. Ja. Ist so, ich liebe diese alten Schrinkskis hier. Aber guck mal hier, diese Glanzbildchen. Früher gab es so Glanzbildchen, die kennst du gar nicht. Ja, ich habe die schon gesehen. Und das ist so mega. Ja. Hier ging doch irgendwo noch ein Keller runter. Das Ding, das ist so groß, so verwinkelt. Und Hammer, hier in der Küche stehen noch die ganzen Gläser, aber hatten wir ja vorhin schon. Aber hier war ein Keller. Wo habe ich denn diesen verdammten Keller gesehen? Ich glaube da hinten. Nee, hier, oder? Nee. Warte, ich weiß es nicht. Hast du das Schild gesehen mit 1,50 Meter Abstand halten? Ja. Weil das würde nämlich auch sagen, dass es irgendwie schon zu Corona-Zeiten nachgegangen ist. Ich schaue kurz danach. Oh, guck mal, hier war es eine mega schmetterhalte Tür mit Guckloch hier. Alter. Oh, hier sind sogar noch alte Sachen drin, ne? Ist der Käse denn abgelaufen? Guck mal, da ist schon eine Flüssigkeit drin. Alter, siehst du hier ein Datum? Da, 20 ist der abgelaufen, vor 3 Jahren. Naja, also, die hatten zu Corona-Zeiten noch auf hier. Erstmal voll. Ja. Also 100% hatten die zu Corona-Zeiten hier noch auf. Und dann kamen schon keine Gäste mehr und dann zu. Ja, und dann war ist das so ein uriges altes Teilchen. Wurde eben, weiß ich, denke ich mal auch, wie bei dem China-Restaurant, wo ich mit dem Tomix mal gewesen bin vor kurzem. Auch alles so alte Sachen, überaltet alles und auch die Küche und so. Klar, funktioniert noch alles, wunderbar. Aber man muss ein bisschen Geld in der Hand nehmen, denke ich mal, um dann wieder einen Start zu kriegen und das hatten sie wohl nicht mehr. Ei, der los, ey. Da ist doch dieses große Gewölbeding hier. Warst du da? Ja, das meinte ich. Das ist spooky. Alter. Boah. Boah, das ist genauso wie bei uns im Gewölbekeller. Alter. Wow. Nee, ne?
Was ein enges, verwinkeltes, kleines Rumpelhäuschen. Alter Schwede, die Treppenstufen hier, ne? Wie die abgewetzt sind hier und wie krumm und wie schief und... Boah, wieder am schlecht, ey. Ey, du musst dich richtig nach vorne beugen, damit du nicht nach hinten runterfällst bei der Treppe. Und das ist kein Witz. Du gehst schräg nach vorne. Jetzt guck dir mal diese Treppe an, ey. Ich hoffe, das kommt rüber. So wie eine Achterbahn. Die einzelnen Bodendielen, die bewegen sich. Komm, jetzt laufen die so schnell. Oh, guckt euch dieses Zimmerchen an. Die löst sich schon fast von alleine auf, Freunde. So alt ist sie, glaube ich, schon. Krass. Europa erleichtert über Eisenhowers Erfolg. Historischer Händedruck der Rivalen. Alter, von wann ist diese Zeitung? 13. Juni 1952. Welt am Sonntag. Nein. Alter. Ach, du kriegst doch hier wieder. Ich schätze mal, dieses Teilchen so, ich weiß, ich habe eine Waffe mit meinen Schätzen, wie alt die Sachen sind. Aber ich glaube, das ist so 30er, 40er Jahre. Tomex, was meinst du? Ich habe jetzt so 30er, 40er. Ja, ist auch. Ja, ne? 20er bis 40er. Ja. Der Tomex erkennt sich ja ziemlich aus, so mit alten Sachen und so. Oh. Oh, mega, einfach nur wow. Da auch noch wieder so ein alten Köfferchen da. Wer lässt solche tollen alten Koffer einfach stehen? Ach, guck mal hier, Freunde. Ich hoffe, man kann sehen, wie krumm und schief das hier alles ist. Ich hoffe es nur. Oh. Da noch so ein altes Waschbecken. Der kennt er hier, wie hieß er nochmal, der in Frankreich da unterm Dach gewohnt hat. War das nicht einer von den bekannten Malern, sag mal? Oh, ich werd irre. Ich werd einfach nur irre. Guck dir das an. Oh, jetzt guck mal hier. Alte Tellerchen hier noch. Da ist aber auch wieder aus, ja, was ist das auch, so ein... So ein uraltes Teilchen. Die Beatles. Gina Lollobrigida da oder was? Ich weiß es nicht. Das ist ein Traum. Ein Traum an Lost Place. Oh, das ist ein Traum an Lost Place, ehrlich. Das ist echt ein Traum an Lost Place. Das ist, boah. Dieses Fensterchen da, dieses krumme Schiebe und all die ganzen Sachen hier. Jetzt gibt es noch eine Geschichte, dieses eine Häuschen, was wir vorhin gesehen haben, da oben aus von dem Fenster darunter, was da auch schon so ziemlich kaputt war und so. Und das Ding müssen wir für jetzt noch in der Sammlung. Das gucken wir uns jetzt noch an. Ich bin fix und fertig, ehrlich. Jetzt ist hier noch so ein verwinkelter Geheimgang hier. Alter Schwede. Ach. Wow, ich kann nur sagen, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. So ein alter, Räucherofen. Freunde, ich liebe ja diesen Geruch von geräucherten, also diese Räucheröfen. Oh, ja, da ein ganzer uralter Deckel da drin. Guck dir das an, diese alte Türe hier. Alter, wie geil ist das? Tschakka. Boah, hier, was ist das denn für ein Klöppel, ey? Hammer. Das ist, glaube ich, zum Saubermachen gewesen, weil da waren hier unten noch so Drahtborsten dran.
Krasse Geschichte. Das erinnert mich an den Keller von meinem Opa. Der hatte auch immer so ganzen Krimskram, so selbst gebastelt, selbst gebaut, wo er dann irgendwas repariert hat und so. Oh, wie geil ist das denn? Ah, Saucieren, guck mal hier. Oh, und hier, da, die waren auch, Alter, die halten mich für bescheuert, ne? Aber die gleichen, so was gab es bei meiner Oma immer. Da waren wir sonntags nur beim Essen bei meiner Oma, ne, mittags. Da gab es in ein Schälchen, hier kam dann Rotkohl rein, in das andere kamen die Kartoffelchen rein, dann hat es rein mit Erbsen und Möhren und so. Oh, das sind Erinnerungen, Freunde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist einfach traumhaft, wunder, wunder, wunderschön. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Guck mal, hier sind noch, ja, große Platten. Ja. Und das Krasse ist immer, wenn das Essen dann vorbei war, ne, dann hast du immer da gesessen. Ne, hat die Oma oder hat die Oma nicht? Ja, hat die ne, die große Fürst-Pückler-Königsrolle gekauft. Durch diese, dann hat jeder hat immer ein so eine Scheibe so Fürst-Pückler von der Königsrolle gekriegt. Ja, in so ein Glasschälchen. Alter, so mega geil. Und wenn du lieb warst die Woche über, ne, dann hat es auch ein zweites Schälchen fürs Bügler, so ein zweites Ding gekriegt. Freunde, jetzt habe ich hier noch mal gesehen. Guck mal, hier sind uralte Skier. Blizzard. Und hier oben, so für Kamin zu reinigen. Krasse Scheiße. Alter, das ist so mega. Mega, mega. Hier waren dann, ach, mir werden wahrscheinlich noch 700 andere Geschichten einfallen jetzt hier. Oh, da, was sind das hier so? Litschis oder kleine Aprikosen? Oh, Freunde. Zuckerrübensirup. Weißt du, wie alt dieses Teil? 2 Kilo. Ach, ich werde irre. Ich werde irre. Rübenkraut nannte man das. Rübenkraut, Freunde. Hashtag Rübenkraut. Oh, wer geht mit? Also, ich hoffe, ihr seid mit mir auf die große Reise gegangen jetzt hier und könnt das alles so nachvollziehen. Und oh, guck mal da draußen, da ist noch ein, guck mal da ist noch ein Gartenhäuschen. Was sind da für Krach? Tomix? Diese Eindrücke, die man hier gewinnt und hast du das mal jetzt gerade da draußen gesehen? Wie kommt man da hin? Da habe ich gerade gesehen. Das habe Was ich gerade noch zu den Leuten gesagt. Da war ich noch nicht. Guck mal hier, da haben sie da. Was ist denn hier noch alles? All die alten. Ja, absolutes Mega. Ach, hier haben sie, guck mal, hier haben sie Bayerische Woche bestimmt gehabt, hier da. Mit der Bayerische, hier Oktoberfest, Bayerische Woche, war wie ein dämlicher Vogel. Oktoberfest nennt man da doch. Hier, das ist, was der Tomex gerade sagte hier. Da. Guck mal da, da steht noch ein Fahrrad. Ach, so ein Uraltsessel da aus. Oh, ich geh kaputt, ey. Was ist denn? Guck mal hier, uralte Glühbirnenpackung hier von Osram. Oh, puh. Also der Tomex war ja schon mal vor einigen Monaten hier und der weiß, oh, da steht das alte Geschirr drin. Das hatten wir bei uns im Restaurant auch früher. Das alte Geschirr hier. Wahnsinn. Puh, das hat aber ganz, ganz doll heftig gefackelt, ne, Tomex? Ach, das war die Wäscherei. Der hat mir nichts gesagt, der Tomex, der alte Schlumpf. Das ist aber eine Überraschung. Guck dir das an. Was? So eine Heißmangel ist das, ne? Hartung. Dann stand hier oben bestimmt, wie viel Grad da drin ist oder so. Krass. Hier kannst du die Zeit einstellen. Am 7. Mai. Ach, guck mal da. Da saß noch hier der Ofen. Der Ofen Oh. sah schon die Waschmaschine normal aus. 7. Mai, das ist noch gar nicht mal so lange her. Da ist die alte Heißmangel, die hier. Da. Da haben bestimmt irgendwie diese Also Papiere. 3 Monate. Ja. Guck mal hier, Freunde,
Hier war so ein richtig schöner Brunnen. Jetzt sind wir draußen. Hier war noch mal so eine schöne Sitzgelegenheit da vorne. Ja. Da sind wir vorhin reingegangen. Einmal komplett ganz durch. Da, zack, pau. Da, bis da oben hoch. Einfach nur mega. Einfach echt nur mega. Ich hoffe echt, dass die Location lange erhalten bleibt. Und nicht zum Brandopfer wird. Und in diesem Sinne, Freunde, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt zum Auto und gucken, ob wir heute vielleicht hier noch in der Gegend hier, in diesem Land, noch eine Location abgrasen. Check den Kanal aus von Xtromex. Ich sag schon mal, bleibt sauber, gerade und gesund. Ganz, ganz liebe Grüße von der Kätzweinchen aus Rumänien. Ja, es ist jetzt wieder soweit. Es ist nun mal so. Es lässt sich nicht ändern, aber Kätzweinchen kommt auch bald wieder. In diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Haut rein!